Hallo zusammen! Heute geht es um die technische Zeichnung. Wenn wir eine Rasierklinge zeichnen wollen, können wir das relativ einfach machen. Wir können die Sachen ausmessen und sie einfach genau in der Größe zeichnen, die sie in Wirklichkeit hat. Wenn ich eine winzig kleine Unterlegscheibe zeichnen möchte, wird das schon schwieriger. So klein zu zeichnen, es fällt mir immer schwer und ist irgendwie auch echt anstrengend. Was könnte man machen? Genau, man vergrößert die Zeichnung. Gegensatz dazu, was mache ich, wenn ich auf ein DIN A4 Papier einen Werkzeugkasten zeichnen möchte? Der passt da ja niemals drauf. Größeres Papier? Ja, möglich, aber den halben Boden mit Papier auszulegen, da habe ich auch keine Lust drauf. Also kann ich hier etwas anderes machen, und zwar, ich verkleinere die Zeichnung. Dieses beides, das Vergrößern und das Verkleinern, beziehungsweise genau die gleiche Größe beizuhalten, wird bei dem Maßstab angegeben. Der Maßstab gibt also an, ob unsere Zeichnung die Originalgröße hat, verkleinert oder vergrößert wurde. Wichtig: Selbst wenn ich es verkleiner oder vergrößer, die Zahlen, die ich auf den Maßstab schreibe, auf unsere Maßzahlen, die wir hier haben, die werden immer im Original angegeben, damit wir mit einem Blick sehen können, wie ist das Verhältnis zueinander, aber ich nicht umrechnen muss, sondern die Größen gleich sehen kann. Wie sieht so ein Maßstab aus, beziehungsweise wie wird der nun angegeben? Wir starten einmal mit dem natürlichen Maßstab. Der natürliche Maßstab wird als 1 zu 1 angegeben. Das bedeutet, so wie ich es im Original habe, so zeichne ich es auch. Der natürliche Maßstab. Die erste Zahl betitelt dabei immer die Größe unserer Zeichnung und die zweite Zahl die tatsächliche Größe, also unseres realen Objekts. Zeichnung, reales Objekt, ganz wichtig. 1 cm bei der Zeichnung wäre hier 1 cm im echten. Dasselbe 1 mm wäre 1 mm. Wir gucken uns den Vergrößerungsmaßstab einmal an. 2 zu 1. Dies bedeutet, 2 mm auf der Zeichnung würde 1 mm im echten sein. Das heißt, unsere Zeichnung wäre zweimal so groß, also doppelt so groß wie die Realität. Denn ich messe 1 mm ab in echt an meinem Werkstück und zeichne das aber wie 2 mm. Dasselbe, ich messe 1 cm ab und zeichne das Ganze in 2 cm. Da wir aber immer in Millimeter arbeiten, könnte man auch sagen, ich messe 10 mm ab und würde dann 20 mm zeichnen. Also alle Zahlen mal 3 nehmen. Bei unserem Verkleinerungsmaßstab sieht das Ganze gerade andersrum aus. Die erste Zahl wieder unsere Zeichnung, die zweite Zahl unsere Realität. 1 mm auf der Zeichnung würde also 2 mm im Echten bedeuten. 100 mm auf der Zeichnung würde in Wirklichkeit 200 mm groß sein. Das bedeutet, unsere Zeichnung ist kleiner wie die Realität. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen nochmal zur Wiederholung. Wenn dieselben Zahlen dastehen, 1 zu 1, ist die Zeichnung 1, die Realität 1. Das bedeutet, die Zeichnung ist gleich groß wie die Realität. Ist die vordere Zahl größer wie die hintere, 2 zu 1, sind 2 mm auf der Zeichnung 1 mm in der Realität. Das bedeutet, meine Zeichnung ist größer als meine Realität. Und zwar um diesen Faktor. Da könnte auch 5 stehen, dann wäre sie 5 mal größer. Umgekehrt hier hinten, 1 mm auf der Zeichnung entsprechen 2 mm im echten. 10 mm auf der Zeichnung würden 20 mm entsprechen. Das heißt, ich rechne die Zahl mal 2 um. Auch hier könnte zum Beispiel 5 stehen, dann wären
10 mm auf der Zeichnung, 50 mm im echten. Die große Zahl steht hinten dran, also wird unser Maßstab kleiner. Die große Zahl steht vorne dran, also wird unsere Zeichnung größer. Dies brauchen wir ganz oft, um Bauteile, Maschinen oder Häuser zu zeichnen. Wir haben hier immer, ich habe hier mal Y und X angegeben. Y ist unsere Zeichnung und X ist unsere Realität. Der Doppelpunkt Y-Zeichnung, X-Realität. Der Doppelpunkt sprechen wir zu. Also 1 zu 2 oder 2 zu 1. Das müsst ihr euch gut merken, denn das kommt immer und immer wieder. Und das sind genau die ganz wichtigen Sachen. Erst die Zeichnung, dann die Realität. So ist es international genormt und überall gleich. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Maßstab irgendwo seht, könnt ihr das genauso machen. Wenn ich zu euch sage, zeichnet dieses Werkstück im Maßstab 2 zu 1, dann wisst ihr, meine Zeichnung, 2 cm auf der Zeichnung, wären 1 cm im echten, also wird meine Zeichnung kleiner. Wenn ich zu euch sage, zeichnet die 1 zu 2, wäre es umgekehrt, dann wäre meine Zeichnung größer. Es kommt immer darauf an, was ihr zeichnen wollt. Bei einem kleinen Mutter oder bei einer kleinen Schraube oder bei einem winzig kleinen Werkstück vergrößere ich das Werkstück, damit es leichter ist zu zeichnen. Und bei einem riesengroßen Werkstück verkleinere ich es, damit ich einfach das Ganze auch auf mein Papier bekomme. Das ist der Maßstab. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, denn das ist wirklich sehr wichtig. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.